Salzburg, der siebente gegen den ersten. Die Mannschaft von Otto Baric kann also Boden gut machen. Vor allem, sie kann sich von der Austria heute weiter entfernen, wenn sie gewinnt. Favorit ist die Mannschaft von Salzburg ohnehin. Es ist die beste Frühjahrsmannschaft und das beste Auswärtsteam. Ein bisschen Probleme hat der Otto Baric auch wieder Cordes oder auch der Hans Kranke oder etwa die Bayern. Zu viele Verletzte. Und so muss nun Ralf Hasenhüttl, obwohl er erst einen Jochbeinbruch erlitten hat, heute eingesetzt werden. Er war übrigens ausgeschlossen worden bei seinem letzten Spiel und das in Steyr. Ja, völlig richtig, Peter. 7000 Zuschauer heute in Steyr, gute Stimmung, rund 3000 Salzburger mit dabei. Das ist die Salzburger Ecke. Der Meister natürlich in Violett vor der Pause von links nach rechts, hier mit Peter Achtner. So in den ersten 10 Minuten eine Szene. Aus dieser Zeit hat sich nicht allzu viel getan. Florian Hassler, der Steirer. Otto Baric musste auch auf Adi Hütter verzichten. Ist dann Klippergang, der hoffte aber, dass er am Mittwoch in Tirol wieder dabei ist. Dann Ende der wenigen Konter der Steirer. Hier ein Paul Angrinner, auch jetzt mit kurzem Haarschnitt. Otto Konrad. Immer Tor der Salzburger. Und aus Standardsituationen, aus Freistößen, da haben ja die Steirer die meisten Tore geschossen. Das war Vukovic, aber keine Probleme für Konrad. Schauen wir uns das noch einmal an. Gut angetragen mit dem Außenriss. Aber Konrad lässt sich nicht überrumpeln. Milan Juricic, der Steirer Trainer, verlangte immer wieder das Pressing seiner Mannschaft. Die zwei Viererlinien plus die zwei Stürmer. Erste Möglichkeit jetzt durch Edi Glieder. Da war ein Pfiff dazwischen. Möglicherweise abseits, auf alle Fälle die Chance für die Salzburger hat nichts eingebracht. Dann vorwärts über Felbermeier, dann wieder Grinner und Tor! 22. Minute, praktisch ohne Tormöglichkeit, geht vorwärts, völlig überraschend in der Führung. Torschütze Gernot Grinner übrigens mit seinem 7. Saisontreffer, Riesenfreude natürlich bei den Steirern noch einmal. Der letzte Pass von Fuchsbichler, dann macht das Grinner sehr geschickt, er schießt hieben den Ball durch die Beine und Otto Konrad lässt sich da etwas überraschen. Vorwärts führt auf alle Fälle 1:0, jetzt aus einer dritten Einstellung dieses Tor. Ball genau im Eck, aber sicherlich Konrad ein bisschen überrascht. Vorwärts führt mit 1:0 praktisch ohne Torchance in diesem Match. Der Mann mit dem Kurzhaarschnitt, Gernot Grinner, der Torschütze. Aber die Salzburger lassen sich nicht beeindrucken, machen ganz klar das Spiel. Peter Achtner heute einer der Besten und Edi Glieder gleich mit der ersten ganz großen Ausgleichschance. Der Wind natürlich auch ein bisschen mitgespielt, Salzburger gegen den Wind vor der Pause. Normal sagt man, der Wind, das himmlische Kind, aber heute war er manchmal ein bisschen ein Spielverderber. Mladenovic, Jurcevic und da spitzelt Vukovic den Ball gerade noch weg. Wir werden das gleich noch einmal sehen. Das ist Jurcevic, muss etwas später dann ausscheiden. Jetzt noch einmal die Szene, gute Möglichkeit für Jurcevic. Und da ist der rechte Fuß von Vukovic dazwischen. Er muss dann etwas später ausscheiden, mit einer Verletzung am Kopf. Für ihn ist dann Franz Aigner gekommen. Dann Freistoß für Salzburg, ein Foul an Hasenhüttl. Mladenovic schießt alle Freistöße. Fürsthaler aus dem Hinterhalt, guter Schuss von Fürsthaler, aber weiterhin 1:0 für Vorwärts Steyr. Achten Sie jetzt auf diese Szene, Elfmeter oder nicht. Jetzt kommt, Hasenhüttl wird dann niedergerissen von Felbermeier. Auf alle Fälle Schiedsrichter Dr. Lerchenmüller gibt keinen Elfmeter. Hier sehen Sie die Verletzung von Jurcevic, dann setzt ein Schneeregen ein. Pause auf alle Fälle, 1:0 für Vorwärts Steyr gegen den Meister und Tabellenführer gegen Austria Salzburg. Nächste Möglichkeit, Kotzian hat ja 3 Jahre lang in Steyr gespielt. Herrlich gemacht von Kotzian und ebenso gut reagiert von Hassler, dem besten Mann heute der Vorwärtsmannschaft. Schauen Sie sich das an, was der Mann technisch kann. Versetzt der Crisper zweimal und mit den Fingerspitzen kann Hassler. Und da ist sofort natürlich Otto Baric an der Outlinie nicht zufrieden, dass Kotzian den Ball nicht hineingebracht hat. Schöne Studie der beiden Trainer, Juricic. So ist er 80 Minuten von 90, ist er an der Outlinie. Weiter die Salzburger vorwärts praktisch mit einigen Erfolgen im Mittelfeld, aber vor dem Tor nicht vorhanden. Nächste Chance, Hasenhüttl, Glieder und wieder nichts. Ja, unglaublich, wie viele Chancen die Salzburger heute in diesem Match vergeben. Schauen wir uns das noch einmal an, eingeleitet zunächst von Fürsthaler, dann völlig frei Hasenhüttl mit dem linken Fuß. Wieder glänzend von Hassler reagiert.
Und auch beim Gliederschuss, wie der Hassler. Also unglaublich, was sich hier im Steirer Strafraum alles abspielt. Aber entgegen dem Spielverlauf noch immer 1:0 für die Vorwärtsmannschaft. Dann ein Foul an Peter Artner. Freistoß Artner selbst. Achtung, Glieder und Tor! Das ist dann doch noch der Ausgleich geworden. 68. Minute. Edi Glieder, der Grazer, in den Reihen der Salzburger, erzielt sein zweites Saisontor. Noch einmal der gezielte, gezirkelte Freistoß von Artner. Ein Tumult im Strafraum und Glieder nützt das aus und erzielt das mehr als verdiente 1:1. Vorwärts kann dann auch in dieser Phase nichts zusetzen. Das Mittelfeld fällt immer mehr zurück, die Stürmer abgemeldet und es gibt noch Chancen für die Salzburger auf den Sieg. Achtner wird immer offensiver und ein Mann einmal mehr im Mittelpunkt. Das ist Christian Hassler, der Tormann der Steirer. Noch einmal aus dem Hinterhalt kommt Peter Achtner mit dem Außenriss wieder geschossen. Aber Hassler nicht zu bezwingen. Dann eine Studie von Otto Konrad. Wir sind schon in der 90. Minute. 1:1 immer noch der Stand. Otto lässt sich Zeit. Die Vorwärtsmannschaft mit dem 1:1 wirklich gut bedient. Artner, wieder Glieder. Hasenhüttl, jetzt die Chance auf den Sieg. Und er vergibt auch diese Möglichkeit. Ja, eine Chance, er kann es selbst nicht fassen. Eine Chance nach der anderen für die Salzburger. Schauen wir uns das noch einmal an. Es bleibt in Steyr beim 1:1 Unentschieden. Sicherlich für Vorwärts ein wichtiger Punkt. Salzburg hat aber sicherlich einen Zähler vergeben. War das ein Glückstor oder wie war die Situation? Ja, die Situation war so, dass der Berchtold auf der rechten Seite den Ball gehabt hat. Mir ihn dann kurz gespielt hat. Ich habe mich nach rechts gedreht und geschossen mit dem linken Fuß. Es waren alle überrascht. Waren Sie selbst auch überrascht? Nein, ich war nicht überrascht, aber der Tormann scheinbar war überrascht. Ist es nun schöner, gegen Konrad ein Tor zu schießen, als gegen einen anderen Tormann? Zählt das Tor mehr? Nein, ein Tor zu schießen ist immer die gleiche Freude, aber natürlich gegen Salzburg freut sich einen besonders. Das ist bereits mein zweites Tor für Salzburg. Es sollten schon mehr sein, aber heute war es ein wichtiges Tor und ich bin zufrieden. Wie war diese Situation? Es war ein Überraschungsschuss. Nein, ich glaube, es war eine Standardsituation. Der Ball ist hoch in den Strafraum gekommen und ich bin auf gut Glück kurz vor das Tor gerannt und der Ball ist abgefälscht worden und ich brauchte nur mehr den Fuß hinzuhalten. Eigentlich hätten mehr Tore fallen müssen für Salzburg. Ja, ich hätte gut noch ein Tor, unbedingt noch ein Tor schießen müssen. Gut, es ist heute nicht gegangen. Ich werde weiterkämpfen und versuchen, Tore zu schießen. Es war heute trotzdem ein wichtiges Tor. Ja, und von dem Edi Glieder kann man noch einiges erwarten. Richtiger Tipp in diesem Spiel, Torwette 1:1, Tipp X. So, und jetzt zur Wahl des Tores im Monat März und hier sind vier Tore